Willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. Der gute Gigazocker hat noch ein paar Level eingesendet und die will ich heute spielen. Ich spiele wieder eure Level also und er ist der Einzige, der noch welche eingesendet hat. Das hier haben wir am letzten Part gespielt irgendwann. So, das ist die ID, oder? Genau. Jetzt gehe ich meiner Liste weiter und muss gucken, welche... Ja, okay, das hier, alles klar. Oh, das haben aber nicht so viele geschafft, scheinbar. Okay, ich will nicht, dass es wieder so ausartet wie das Level von Ju. Deswegen werde ich es ein paar Mal probieren, aber falls es mir einfach zu schwer ist oder so, dann breche ich diesmal ab. Weil ich habe da wirklich keinen Bock mehr drauf. Es tut mir zwar leid, aber das war halt wirklich mega, mega anstrengend. Und deswegen, ja... Machen wir das dann nicht. Das erste Level von ihm fand ich ja ziemlich cool, weil man da sehr viele Secrets hatte und so. Oh, ja, das war klug auf jeden Fall. Kann man auf die Spin jumpen in NSMBU? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe mich jetzt gerade richtig gut angestellt, ich weiß. Okay, ist hier noch was drin? Nee. Also, nichts Sinnvolles. So. So, kann man auf die Spin jumpen? Nein, kann man nicht, alles klar. Aber wie komme ich denn da hoch? Ah, von hier. Ja, okay, von hier, alles klar. Da gibt's Sinn. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass man in irgendeinem Spiel noch auf die Spin-Jump... Okay, Spin-Jumpen konnte. In SMW geht's ja nicht mehr, aber hier scheinbar auch nicht. Da habe ich mir das nur eingebildet, scheinbar. Keine Ahnung. Naja, was soll's. Es geht jedenfalls nicht. So. Ist echt ein sehr gefährlicher Parcours. Aber bisher auf jeden Fall schaffbar. Mit ein bisschen... Huiuiui. Mit ein bisschen, bedachtem Vorgehen. Ah, nimm die mit! Scheiße. Das war viel zu langsam. Okay, ja. Dann muss ich hoch. Bumm, okay. Oh, wieder aufmachen, alles klar. Ist hier ein Pilz? Ja. Muss ja auch, weil ansonsten geht's hier nicht weiter. Okay, jetzt kommen hier ein paar präzise Wandsprünge, die ich direkt erstmal verkacke. Was mache ich denn? Huh! Okay, 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 alles gut. Bisher definitiv schaffbarer als das Level von Ju. Weil es halt einfach... Oh Gott. Okay, ich nehme es zurück. Weil, ja. Ja. Weil es halt einfach ein bisschen... Da... lieber zu mir ist und nicht so gemein ist wie das Level von Ju. Aber das nehme ich... Ja. Das nehme ich zurück, dass es nicht so gemein ist zu mir. Holy shit, Alter. Und es gab bisher keinen Checkpoint. Oh Mann. Ich mag das nicht, wenn man so wenig Checkpoints benutzt. Ich meine, bisher war es auch noch nicht unbedingt nötig, sag ich mal. Das ging alles noch so halbwegs klar. Aber... paar mehr Checkpoints, bitte. Oh Mann, okay. Jetzt hier diesmal ein bisschen schneller schalten, genau. Hier dieser Wandsprung hoch, schnell, ja. Sonst war es ja voll okay vorhin. Jetzt ist hier vielleicht ein Pilz drin, ne? Ja, ich meine eine Blume, ja, das ist sehr schön. Ich meine, brauche ich nicht, aber... Gib mir ein Leben mehr. Was ich aufs Spiel gesetzt habe. Mann, ey. Oh, das ist doch gemein hier, diese Scheiße. Da hat doch niemand Lust drauf. Ja, ist gut, ich will auch mal rauskommen. Es geht scheinbar nicht mehr, toll. Ja, das macht Spaß auf jeden Fall. Also 20 Sekunden Speedruns, die machen mir inzwischen echt Spaß. Aber die gehen halt auch nur 20 Sekunden lang. Das ist ja auch kein Speedrun, ich weiß, aber die Level sind ja meistens auch relativ schwer. Ich bin zu blöd, hier richtig zu timen. Scheinbar sehr gut. Oh Gott. So. Bum, bum. Okay. Vielleicht komme ich ja jetzt hier durch, ohne einen Gegentreffer zu erleiden. Ich hoffe es einfach mal. Aber ich glaube, doch, das geht da. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da geht das nicht mehr. Aber doch, es geht. Man muss nur gut springen. Ja, bisher ist das Level halt wirklich machbar. Und dann kommt die Passage hier. Die ist einfach böse. Man darf halt... Hui!
Die Kettensägen, scheiße! Nicht mit der Clownskutsche berühren. Mario hat eine ziemlich große... Mario hat eine ziemlich große Range, wie er die berühren darf. Habe ich so ein Gefühl mit seinem Kopf. Aber... ja! Die Clownskutsche darf die halt nicht berühren. Ich setze mir jetzt ein Limit. Ich versuche es noch dreimal. Wenn es dann nichts wird... oder ich nicht weiterkomme, dann breche ich ab. Es tut mir zwar leid, aber... ich habe halt keinen Bock. Wie gesagt, ich habe halt keinen Bock, dass es so ausartet wie bei Ju. Wenn ich das leider privat spielen würde, würde ich es noch ein paar Mal probieren, definitiv. Aber das ist hier ein Let's Play. Und ich will halt schön, dass es angenehm zum Zuschauen ist. Und es ist halt nicht toll, wenn ich 1000 Jahre in ein Level fehle, sag ich mal. Es gibt schon Leute, die gucken da gerne zu, wenn ich da ewig fehle, aber... das sind halt nicht alle, sag ich mal. Wenigstens gibt es hier sogar eine Blume. Das ist ja schön. Vielleicht komme ich mit der ja durch. Mann, ich bin so dumm. Och, ich hasse mein Leben. Warum ist er jetzt so komisch nach unten geflogen? Das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe bei sowas immer das Gefühl, dass mein, dass mein Stick vom Pro Controller irgendwie ein bisschen kaputt ist. Das habe ich manchmal auch bei Smash das Gefühl, dass der irgendwie in die falsche Richtung, oh Gott, Hilfe. Geht dann hier, habe ich dieses Gefühl auch gerade. Kannst du Blumen mitnehmen? Aber so vom Aufbau her... warum springst du nicht, du verdammter Depp, Alter? Was machst du denn? Genau sowas meine ich. Und da haben gerade meine Knöpfe nicht richtig reagiert. Keine Ahnung. Ich habe so ein Gefühl, mein Pro-Controller hat langsam schon einen Knacks weg. Keine Ahnung. Es ist voll doof einfach. Okay, ich hab's diesmal relativ... huiuiuiui, ich hab's diesmal relativ gut geschafft. Fuck, ich bin so dumm. Nein! 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 Ah! Letzter Versuch jetzt. Es ist mir egal, es tut mir wirklich leid irgendwie, aber ich habe da halt echt keinen Bock drauf. Es ist ein cooles Level, vom optischen her definitiv, aber wie gesagt, ich will mich jetzt hier auch nicht ewig rechtfertigen, aber Mann. Es ist halt so, ich habe jetzt hier keinen Bock, 5 Jahre in dem Level zu verbringen. Und das von Ju damals, das war einmal die Ausnahme, weil da hatte ich den Ehrgeiz, das zu schaffen. Aber der Ehrgeiz, den habe ich jetzt hier irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Aber das Ding ist ja, das Level... spring doch! Warum machst du keinen Wandsprung? Das Level von Ju war kurz. Da gab es quasi nur 1, 2 Challenges. Und das war kurz. Und hier... wenn ich mir angucke, wie viele rote Münzen es hier gibt, bin ich mir relativ sicher, dass das Level definitiv nicht kurz ist. Und deswegen... Mario, hör auf! Hör auf! Und deswegen habe ich keine Lust, das 20 Jahre zu probieren. Ja, okay. Ja, das... Es kriegt ein toll, weil es ist wirklich ein gutes Level, aber... tut mir leid, ich habe da keine Lust drauf. Da habe ich keine Lust drauf. Nein. So. Jetzt gucken wir uns das nächste Level an, was er mir eingesendet hat. So, das ist... ist es gleich das hier? Nee, ist es nicht. Ah, das scheinbar, wenn ich richtig sehe. Ja. Do nothing and enjoy the show. Ja, guck mal, sowas gefällt mir doch. Nix tun. Nein, Spaß. Also eigentlich sind so Don't Move Level halt... ja. Aber okay, was soll's. Die sind immer schön zum Angucken, die Don't Move Level. Aber. Wow, holy shit. Die sind immer cool zum Angucken, die Don't Move Level. Wie das hier gerade zum Beispiel. Aber, hat man halt schon zu Genüge gesehen im ersten Teil.
Das ist halt die Sache. Aber trotzdem cool. Aber muss ich echt mal sagen, habe ich im zweiten Teil eigentlich kaum gesehen, so Dorm of Level bisher. Deswegen, ja, es ist cool, mal sowas jetzt auch hier zu sehen. Vor allem ist es auch richtig gut gebaut. Das sind schon sehr, vor allem das hier gerade, das sind schon sehr krasse Effekte dabei. Weil es ist ja irgendwo gefühlt so ein bisschen Zufall, wie die Hotheads jetzt, nice. Wie die Hotheads jetzt fliegen und deswegen muss man da auch ein bisschen aufpassen. Das ist echt gut gemacht. Richtig gut gemacht einfach. Und das ist hier auch krass, weil wie Bowser Jr. Das ist echt krass. Weil wie Bowser Jr. agiert, ist ja prinzipiell auch einfach nur ein bisschen Glück eigentlich. Scheinbar muss man ja auch nicht besiegen. Oder doch? Und das ist gerade jetzt hier passiert, scheinbar. Ey, wie krass das ist! Da muss man halt echt Glück haben. Mit Bowser Jr. irgendwo. Aber das Glück hatte man jetzt hier scheinbar gerade. Ey, krasses Level. 2 Daumen hoch dafür. Warte, ja, Controller. 2 Daumen hoch dafür. Voll krass. Also diese Ideen teilweise und so. Echt cool. Wie auch immer, das wer schneller geschafft hat als ich. Keine Ahnung, egal. So, nächstes Level von ihm ist nochmal das gleiche. Okay, er hat die ID 2-mal eingesendet, scheinbar. Aus Versehen. Moment. Ist das ein Fehler? Okay. Hat er eigentlich irgendwas zu dem Level davor noch geschrieben? Oh! Er hat geschrieben, dass die Red Coins nur optional sind. Das hätte ich mal vorher lesen sollen. Ja, okay, wisst ihr was? Dann machen wir jetzt noch das letzte Level. Nicht das hier. Das hier scheinbar. Ja. Dann machen wir jetzt das nochmal. Und dann gucke ich, wie lang der Part ist. Wo sehe ich denn das? Ah, hier. 13 Minuten bisher ungefähr. Gut. Ist es ja eh ein Zuschauer-Level-Part. Dann probiere ich noch ein paar Minuten das andere Level. Aber wenn ich die Red Coins nicht einsammeln muss, dann ist das eventuell doch machbarer, sag ich mal. So, und das hier ist wieder ein klassisches Level mit vielen Secrets und so. Also ein Nintendo-like-Level eben. Mal gucken, wie es diesmal... Aha, guck mal. Mal gucken, wie es diesmal wird. Das erste war halt echt ziemlich cool, wie ich finde. Und das zweite wirkt bisher auch ziemlich gut. Okay, hier unten ist scheinbar nichts. Geh weg, Goomba. Ja, super funktioniert auf jeden Fall. So, du stirbst auch bitte mal. Ich aktiviere den mal. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Okay, Moment. Erstmal gehen wir hier runter. Erstmal geht's hier runter. Okay, da war One-Up drin, ne? Ich glaube, ich hätte hier ein... Ja. Ich hätte hier einen Koopa-Panzer reinwerfen sollen. Das sah auch so aus wie so ein Ding, wo ich einen Koopa-Panzer reinwerfen muss. Okay, machen wir nochmal Neustart. Das war jetzt ein bisschen dumm. Da muss man einen Koopa reinwerfen. Das sah so aus wie so eine typische Koopa... Reinwurfstelle, aber... Ah, guck mal. Da habe ich nicht dran gedacht. Und das hier ist mir gerade eingefallen oder aufgefallen, weil er im ersten Level ja auch sowas gemacht hat. Dass man über das Ziel quasi konnte. Den Koopa hier behalte ich mir mal. So. Ach, hier ist sogar noch einer. Habe ich den gerade wahrscheinlich... Ja, stimmt. Ich hab den voll ermordet einfach. Ich Monster. Okay, dann nehmen wir uns den mal ganz kurz mit. Yoshi, du wartest hier schnell. Und werfen den hier rein. So. Dann warte ich mal, bis das hier aufgeht. Und zu Yoshi zurück. So. Mein Dino-Freund. Ist hier noch irgendwas? Ein Secret oder so? Irgendwie ein geiler Block.
Ach, stimmt, da oben da unten auf Schalter, ich erinnere mich. So. Ah, ein Pilz wieder, das ist nett. Und hier geht's in eine Geheimröhre. Das war böse. Das war sehr böse, dass die einfach so rauskam, die Pflanze. Okay, weitere 10 Münzen und eine Red Coin, die ich zu blöd bin zu holen. Sehr gut. Wundervoll. Und dann kommt man hier raus. Ja, okay, das war ja irgendwo logisch. Das habe ich mir auch gedacht. Ist hier oben noch irgendwas? Aha, guck mal. Hole ich mir gleich. Erstmal bist du dran zu sterben. Der kann die fressen? Ging das schon immer? Ging das schon immer? In NSMBU ist er doch so abgeprallt, oder? Oder? Egal. Was auch immer. Ups. Bleib hier, Yoshi. Bleib hier. Ich brauch dich noch. Noch die Münzen hier. Ich bin geldgeil. Nein, bin ich eigentlich nicht. Bleib hier. So, gibt's ein... Ja, wunderschönes Power-Up. Perfekt. Und hier oben noch ein paar Münzen. Ja, ist wieder genauso cool wie das erste Level, finde ich. Ist einfach schön, das zu erkunden hier. Wirkt halt einfach genau wie ein nettes Nintendo-Level. Gut, hier hält mir noch einen zweiten Yoshi, falls wir unseren verlieren. Hier drüben war ich gerade, oder? Genau. So, okay, hier muss ich aufpassen und dich direkt mal fressen. Puh, das war knapp. Okay, wir haben 4 Münzen. 4 von 8. Warte mal. Das tut mir jetzt leid, aber kann ich hier rein? Nee, okay. Dann will ich mal ganz kurz... Oh, wobei, ist der jetzt noch hier unten, der Yoshi? Ja, okay. Hätte es sein können, dass hier unten ein Abgrund ist, aber nee, scheinbar nicht. Alles gut. Ich denke mal, der andere Yoshi ist jetzt eh inzwischen despawned. Deswegen, ja... Könnte ich mit der jetzt eh nicht mehr holen, schätze ich mal. So. Geht's hier eventuell rein? Weil irgendwo muss es reingehen, denn da ist eine grüne Röhre. Die wieder ein Ausgang zu sein scheint. Yoshi, bleib hier. Bleiben Sie hier, Yoshinski. So. Ist hier noch irgendwo ein geheimer Block oder so? Ich habe keine Ahnung. Ah, was ist das da oben? Ah, guck mal. Das ist ja clever. Hier brauchte man den und auf Switch. I see. Okay, und das ist jetzt hier wieder... sowas. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Aha, perfekt. Und hier ist auch die Tür. Okay. Brauche ich, oh, ist schon das Ziel. Oha. Da habe ich aber ziemlich viel übersehen diesmal. Interessant. Muss ich mal gucken, was es hier noch so gibt. Auf jeden Fall ist hier was, wenn ich da reinkommen würde. Ja, es macht echt immer viel Spaß, ein Level zu erkunden. Okay. Sehr schön. Eine fehlt noch. Und die ist in der Röhre drinne wahrscheinlich. Ich habe ja vorhin so eine grüne Röhre gesehen, wo ich nicht reinkam. Aber die Frage ist, wo ist der Eingang? Weil hier ist er nicht. Oh, du Mistvieh. Also wahrscheinlich... in der, oder? Nicht? In der dort? Mhm. Ja, ich will jetzt nicht hier zurückgehen, um irgendwas zu finden, weil hier so weit hinten wird es wohl kaum sein, schätze ich mal. Okay, das ist jetzt krass. Wo ist die letzte Röhre? Oder geht's doch hier rein?
Hey. Okay, wisst ihr was? Bevor ich jetzt hier ein Timeout bekomme, gehe ich zum Ziel. Dann kann ich ja nicht zeigen, wo, was in der roten Tür quasi, in der Schlüsseltür wäre. Es tut mir leid, aber ich habe jetzt hier keinen Bock, einen Timeout zu bekommen. Ja, das war ein cooles Level. Keine Ahnung, wo die letzte Münze war. Habe ich wohl übersehen irgendwo. Aber kriegt ein Toll, war echt gut. Okay, ich probiere es jetzt noch ein paar Mal, das andere Level zu machen. Dreimal, ich probiere es nochmal dreimal. Und wenn das nichts wird, dann gebe ich auf. So. Aber das ist wirklich böse, das Level. Also ich versuche, die roten Münzen mitzunehmen, weil sind halt eigentlich prinzipiell auf dem Weg. Relativ einfach zu bekommen. Eigentlich. So. Außer halt die eine in dieser kleinen Einbuchtung. Aber die bekommt man eigentlich auch. Nein, ach schade. Aber okay, ich bekomme jetzt hier eh neue Blume. Es ist kein Problem eigentlich. So. Ich ignoriere es lieber. Ich habe keinen Bock jetzt hier ewig rum zu hantieren. Kannst du... Mann. Komm, lass mich runter. Lass mich doch raus. Ja, nein! Ah, ja, es ist echt toll. Oh Gott. Ja, das war komplett, das war jetzt ein Steuerungsfail. Okay, der Versuch zählt nicht. Ich wollte jetzt hier durchrennen, weil die Steuerung gerade kurz gefailt hat. Okay, das war nicht so gedacht. Der Versuch von gerade eben zählt nicht. Ich bin so dumm. Der zählt auch nicht. Der zählt auch nicht. Da bin ich jetzt weit gesprungen. Nochmal. Bitte diesmal ganz normal, Mario. Keine komischen Sachen machen. Alles ganz easy. Was mache ich denn jetzt? Mein Timing ist gerade voll kacke. Der Versuch zählt auch nicht. Außer ich schaffe es jetzt hier ganz normal durch. Ja, ich bin jetzt gesprungen, obwohl ich gesehen habe, dass die Kettensäge da ist. Ich bin so dumm manchmal. Okay, jetzt bin ich wieder voll im Timing hier. Oder auch nicht. Das war knapp. Okay. So, perfekt. Perfekt. Das hier schnell holen. So, hier hoch. Dich aktivieren. Bam, bam. Und weiter. Bisher kein Problem. Das war zu früh, ja. Nicht zu früh, sondern zu spät, meine ich. Scheiße. Okay. Ich bekomme einen Pilz wenigstens. So, jetzt hier aufpassen. Mann, warum? Ich habe nicht bedacht, dass die mich schon trifft. Letzter Versuch. Ich habe keinen Bock, dass das ausartet. Letzter Versuch jetzt wirklich. Diesmal wirklich. Letzter Versuch. Letzter gottverdammter Versuch für mich jetzt in diesem Level hier. Ich habe echt keinen Bock, dass ich hier wieder 5 Stunden dran sitze und nichts hinkriege. Okay, 5 Stunden war es bei Juice. 5 Stunden waren es bei Juice Level, nicht, ich weiß. Nein! Oh, bin ich doof manchmal. Jetzt müsste ich es schaffen und alle roten Münzen bekommen, außer die. Ich würde so weinen einfach. Ich würde so weinen einfach. Guck mal einer an. Das geht also auch. Das geht also auch.
Wenn man nicht zu blöd dafür ist. Nee, ich hole mir die rote Münze jetzt nicht. Ich warte jetzt hier schön genüsslich darauf, dass die vorbeigeht. Dann gehe ich hier hoch. Gehe jetzt hier runter. Ah! Und lass mich komplett dumm treffen. Okay, warten wir, bis die wieder hochgeht. Und ich denke mal, ich muss der folgen, oder? Ach. Ja, das war's von diesem Part. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, mehr Super Mario Maker. Das waren alle Level, die ihr bisher eingesendet habt. Mehr gab's nicht. Der Link dafür ist in den Kommentaren. Schreibt mir gerne eure Level-IDs. Bis dann und ciao. Euer Vero. Tschüss.